So, willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars auf meinem Kanal, heute 8x1 Miniland. Ja, heute geht es um das Thema Neujahr. Wie feiert ihr Silvester? Wir lassen es auf jeden Fall nicht knallen. Im Gegensatz zu den anderen durchschnittlichen Deutschen lassen wir es nicht knallen. Wir gehen raus, werfen ein paar kleine Piratenböller. Das sind diese kleinen Knallerbsen bei uns, heißen die Piratenböller, No Hate natürlich. Und ja, das war's einfach. Wir feiern da nicht viel, wir machen da nichts, wir trinken keinen Alkohol. Gar nichts, Leute, gar nichts. Wir feiern nicht und wir werfen einfach nur diese tolle Biene und diesen feurigen Kreis. Ihr kennt das Ding. Ihr kennt diese ganzen Kinderknaller. Auf jeden Fall ganz chillig. Meine Mutter und ich sind keine Fans von Knallereien, so. Ihr wisst, was ich meine. Und das war ein bisschen komisch jetzt. Mal gucken, ob wir das noch reißen jetzt. Auf jeden Fall würde ich mal gerne wissen, feiert ihr Silvester auch so laut wie der Rest der Deutschen? Oder was macht ihr? Macht ihr das wirklich so wie alle? Oder chillt ihr einfach auch nur zu Hause wie wir? Würde mich echt mal interessieren, Leute. So, ansonsten, wie geht's euch? Ich spiele gerade bei Quadrix 60k Pack. Des Weiteren haben wir 9000 Abonnenten erreicht, wie ihr hier sehen könnt. Freut mich auf jeden Fall sehr, Leute. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. 10k Pack wird bei 10.000 Abos released. So, mal schauen, sein Bett wurde jetzt abgebaut. Aber hoffentlich können wir das noch irgendwie jetzt hier reißen. Weil ich habe echt keinen Bock, das direkt zu verlieren. Weil dieser Typ ist mir noch nachgejoint. Ich dachte mir so, okay, naja, kann man mal machen. Ich habe ihn trotzdem jetzt schon besiegt. Und ab zum nächsten haben wir ihn. Nice. Ich habe irgendwie das Gefühl, Butterfly bringt das, obwohl es nichts in Bad Wars eigentlich einen Unterschied machen soll. Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Denkt ihr das auch so? Weil für mich macht es halt einfach nur den Eindruck. Den haben wir aber gut gegeben hier. So, Rot hat kein Bett mehr, laufen wir einfach vorbei. Auf jeden Fall gehen wir dann wahrscheinlich nirgends hin. Die meisten feiern es ja wirklich mit ihrer Familie. Essen irgendwie was Spezielles, gehen irgendwo ins Restaurant. Aber wir, ja, wir gammeln einfach zu Hause und mehr machen wir auch nicht. Wir feiern kein Silvester mit Hilfe von Raketen oder was weiß ich, Feuerwerk so, wie alle anderen es machen. Zudem ist es bei uns auch so, dass wir wirklich nicht solche Lautstärke-Fans sind, so rum. Mann, ich kann auch gar kein Deutsch. Ja, wir sind einfach nicht so die Fans von Silvester. Wenn es darum geht, irgendwie 5000 Euro in die Luft zu knallen, weil es einfach unnötig ist. Meiner Meinung nach, schreibt mal in die Kommentare, wie viel Geld gebt ihr denn so jährlich für Silvester aus? Denn es gibt viele Leute, die geben da echt mehrere tausend Euro aus, was ich null nachvollziehen kann. Natürlich ist auch ein bisschen Profit für die Marktwirtschaft, aber das soll uns mal jetzt als Privatverbraucher mal wirklich egal sein. Ich find's mal cool, wenn ich nicht so dumm sterben würde, no joke. Ei, ich bin der rote Porsche. Ne, auf jeden Fall könnt ihr es mal wirklich unten reinschreiben, weil die meisten feuern da ja zwei, drei Stunden lang ab 0 Uhr durch und ja, wir schauen uns das dann einfach aus dem Fenster an. Machen wir auch nicht. Auf jeden Fall habt ihr irgendwelche guten Vorsätze oder nehmt euch irgendwas vor. Ich nehme auf jeden Fall nichts vor. Vielleicht ein bisschen auf die Ernährung achten, aber mehr auch nicht. Das ist ja auch so ein Standardvorsatz, den jeder Deutsche sich so irgendwie so ein bisschen gibt. Natürlich sollte man auch drauf achten, was man isst oder so. Aber überspitzen muss man das Ganze echt nicht. Schmal mal Lippen einmal, ne? Ihr kennt's. Schreibt eure Vorsätze auf jeden Fall mal unten rein. Geht ihr ins Restaurant, bleibt ihr zu Hause, knallt ihr mit euren Nachbarn oder feiert ihr gar kein Silvester und denkt euch, ja, ist ja eh nur ein Tag normaler. Ja, lasst mich einfach wissen. Oh oh, wir werden gesandwiched, Leute. Wir werden sowas von gesandwiched gerade, aber ich muss eigentlich den Kill holen. Bin mir da gar nicht so sicher, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich hole mir schnell den Kill und dann geht die Luzi ab. Den kenne ich von Felsen. Grüß an dich. So. Und ich glaube, wir können es noch retten. Wir konnten es noch retten, Leute. Das nennt sich mal Speedy Gonzales. Like. Oh, und da haben wir den. Lol, da haben wir den einfach noch bekommen damit. Ich frage mich gerade echt, wer um 0 Uhr dann noch Bad Wars schwitzen würde. So, weil es ist ja dann neuer Monat, dann spielen alle auf M-Stats. Aber wer spielt dann um 0 Uhr bitte Bad Wars? Also, jeden, den ich da sehe, ne, der kriegt von mir Schelle. Man soll mit seiner Familie wenigstens feiern, auch wenn man es nicht feiert, Leute. Verbringt doch mal wenigstens zum Neujahr Zeit mit eurer Familie. Denn, Leute, das ist es echt wert. Wer weiß, wie viele Weihnachten und Silvester und Geburtstage ihr noch feiert. Ach, ich hacke. Ja, der Feuerstein, der hackt. Der hackt, der Feuerstein. Ja Leute, und damit würde ich einfach sagen, haut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ciao. Feiert schön. Guten Rutsch.